Was meinen Sie? Sie sagen ja, 300.000 Wohnungen in Berlin soll es geben. Glauben Sie wirklich, dass das die gewünschte Entlastung in der Form bringen kann? Und wie soll das überhaupt auch ganz konkret realisiert werden? In der Tat, Sie haben gesagt, Frau Werner, bauen, bauen, bauen. Das ist ein wenig verkürzt, aber es zeigt natürlich schon, dass wir uns nicht so sehr mit den Symptomen alleine beschäftigen sollten, sondern wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Ursachen, weswegen die Mieten in Berlin, aber auch in anderen Ballungsgebieten und großen Städten steigen. Und das macht das immer ganz gerne mal an einem Beispiel fest, weswegen wir als CDU, CSU sagen, dass wir mehr, schneller und auch kostengünstiger bauen müssen, ist, das spielt auch hier in einem im Bezirk, im Wahlkreis, da war eine Wohnung in Schöneberg angeboten, 2,5 Zimmer, die war recht verkehrsgünstig gelegen, gut geschnitten und zum relativ guten Preis. Und da haben sie auf diese Wohnung 700 Menschen beworben. Die standen in einer langen Schlange im Treppenhaus bis runter auf die Straße. Und ich sage jetzt immer, egal wie scharf man jetzt zum Beispiel die Mietpreisbremse stellt, ob man einen Mietendeckel hat oder ob man enteignet, von diesen 700 Menschen werden am Ende 699 nach Hause gehen und werden keine Wohnung haben, weil es eben nur diese eine Wohnung gibt. So, und das, finde ich, macht das Problem eben so plastisch an der Stelle, dass wir natürlich starke soziale Leitplanken brauchen, aber wir werden am Ende nachhaltig das Problem nur beseitigen können, wenn die anderen 699, die in der Schlange gestanden haben, eben auch eine Möglichkeit haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und deswegen brauchen wir Neubau, auch viel Neubau. Jetzt wenden manche Kritiker ein, aber der Neubau, der entsteht, ist ja sehr teuer. Das stimmt zum Teil. Wir haben ja das Modell der kooperativen Baulandentwicklung in Berlin, wo 30% der Fläche, die neu entsteht, ja auch sozial gebunden ist. Das heißt, es entsteht durchaus auch günstiger Wohnraum und wir haben immer auch einen Effekt, das sehen wir bei Neubau, dass es sogenannte Sicherungseffekte gibt. Das heißt, diejenigen, die in eine neue Wohnung, in eine teure Wohnung ziehen, die machen ja ihrerseits eine Wohnung frei und die Wohnung, die dann frei ist, kann jemand anders beziehen, der macht wiederum eine Wohnung frei. Also es gibt also durchaus nachgewiesene empirische Effekte, dass man in der dritten, vierten Stufe eben auch kostengünstigen Wohnraum dann durch solchen Neubau auch wieder frei macht. So, und deswegen, glaube ich, muss man am Ende beides tun. Mehr bauen, schneller bauen, kostengünstiger bauen, aber eben die starken sozialen Leitplanken, die brauchen wir natürlich auf dem Weg dahin, weil, das muss man auch ehrlicherweise sagen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das kostet ein wenig Zeit. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben, etwas in die Tiefe gehen zu können und nicht nur bei den Überschriften hängen zu bleiben. In der Tat brauchen wir mehr Neubau, es ist gar keine Frage. Wir haben in Berlin etwa eine Fluktuationsrate, die liegt unter 2%. Das ist viel zu wenig. Der beschriebene Effekt, den kann ich durchaus teilen. Wir haben bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften oft solche langen Wartelisten. Aber was wir eben auch feststellen, und da ist eben auch die Bundesebene gefragt, ist, dass eine Baugenehmigung eben keine Bauverpflichtung bedeutet. Wir haben im Land Berlin etwa über 60.000 Wohnungen im Bauüberhang. Das heißt, es sind Baugenehmigungen da, aber sie werden nicht gebaut an der Stelle. Und ich habe das live und in Farbe mitgekriegt bei der Friedenauer Höhe, was es bedeutet, dass man jemanden möglichst schnell und zügig dann auch die Baugenehmigung verschafft hat. Meine Leute im Stadtplanungsamt haben alles dafür gegeben, dass im Jahre 2017 für die Friedenauer Höhe, da geht es um 1.500 Wohnungen, so schnell wie möglich Baugenehmigungen erteilt wurden. Und dann kam der Investor nicht in die Gänge mit dem Bauen. Warum? Weil er ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell verfolgt hat. Er wollte sozusagen alles vollständig verkauft haben und erst dann anfangen zu bauen. So haben wir uns also in Videokonferenzen dann immer gegenseitig versichert, dass wir ganz schnell anfangen wollen zu bauen. Ich habe mir dann immer die Marketingstrategie erzählen lassen, aber ich hatte keine rechtliche Handhabe, ihn nun auch zum Bauen zu zwingen. Und da kommt natürlich die Bundesebene mit ins Spiel, weil ich glaube, wir brauchen eine Verschärfung im Baugesetzbuch. Das sogenannte Baugebot, was wir jetzt momentan haben, das muss deutlich nachgeschärft werden, sodass wir dann auch in die Lage versetzt werden, Bauherren sozusagen mehr oder weniger auch aufzufordern und zu nötigen, zu bauen. An der Friedenauer Höhe ist es gut ausgegangen, das will ich hier durchaus nochmal zur Kenntnis geben. Der Investor, die UFB, hat einen Partner gefunden, sodass dann die Vermarktungsstrategie aufgegangen ist. Und am 2. September durfte ich bei der Grundsteinlegung dann auch die entsprechende Rede halten, sodass jetzt auch die 1.300 Wohnungen im frei finanzierten Teil an den Start gehen können. Ich glaube, dass wir das kooperative Baulandmodell ausbauen müssen. Das ist ja hier schon gefallen. Das fällt immer dann an, wenn wir neues Planungsrecht und Baurecht schaffen. Ab einer Größenordnung von 5.000 Quadratmeter Wohnfläche kommt das zum Tragen. Da muss sich der Bauherr an der Schulfinanzierung beteiligen, muss Kita-Plätze schaffen und eben auch 30% BBS-pflichtigen Wohnraum.
Meine Idee dazu ist, dass man das da nicht bei bewenden lässt, sondern dass man auch mit dem privaten Eigentümer, mit dem privaten Bauherrn in die Kooperation einsteigt und in die gemeinsame Projektentwicklung. Weil ich glaube ganz fest, dass wir auch im gemeinsamen Handeln, in der Kooperation in der Lage sind, Stadtquartiere zu schaffen, die auch im mittleren Preissegment vernünftige Mieten anbieten können. Wir haben ja Fördermodelle dazu im Land Berlin, aber die gilt es nachzuschärfen. Berlin hat aber von der Einkommenssituation her ist es so, dass dass mehr als die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner Anspruch hätten, eine Sozialwohnung zu beziehen. Das heißt, meine Frage auch nochmal, warum nicht auch die Quote, oder ist es eventuell erforderlich, diese Quote von den 30% im kooperativen Baulandmodell nochmal sich genauer anzusehen? Und nochmal ganz konkret die zweite Frage. Momentan habe ich als privater Investor, glaube ich, kaum Anreize, günstigen Wohnungsbau zu bauen, beziehungsweise Fördermittel vom Land Berlin in Anspruch zu nehmen. Das zeigen auch die Zahlen. Zu 90% werden die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau von den 6 kommunalen Wohnungsunternehmen in Anspruch genommen. Und das wahrscheinlich auch, weil sie es so ein bisschen müssen. Und da fehlt mir einfach auch noch mal eine Idee, wie kriegen wir private Investoren mehr in die Hand? Weil ich glaube kaum, dass die städtischen Wohnungsunternehmen es ganz alleine wuppen werden. Also zur Frage, ob man das kooperative Baulandmodell, die kooperative Baulandentwicklung nachschärfen müsste. Also man muss halt zwei Dinge sehen. Wir haben jetzt ja schon die Situation, wenn wir 30% vergünstigt anbieten, bedeutet das natürlich, dass die Kosten für den Bau auf die anderen 70% umgelegt werden müssen. Das heißt, wir haben durch dieses Modell, das ist strukturell so, wird man wahrscheinlich auch gar nicht verändern können, es würde aber dieser Effekt noch stärker eintreten, wenn wir jetzt sagen 50%, dann werden natürlich die anderen 50% der Wohnungen entsprechend teurer. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass wir auf der einen Seite Wohnraum schaffen für Menschen, die wirtschaftlich nicht gut aufgestellt sind, das ist gut, das ist richtig. Wir haben auf der anderen Seite dann aber Wohnraum, der entsteht, der dann eben entsprechend teuer ist, den sich ein Normalverdiener, so die Mitte der Gesellschaft, die Krankenschwester, der Polizeibeamte, überhaupt nicht mehr leisten können. Und das ist sozusagen ein Malus dieses Modells, dass sozusagen für diejenigen in der Mitte der Gesellschaft eigentlich nicht so richtig was entsteht. So, und wir haben als CDU Berlin in unserem Wahlprogramm zum Beispiel ein Modell vorgeschlagen, was stärker bei der Subjektförderung ansetzt. Wir haben ja als Bund auch schon die Wohngeldzahlungen angepasst, angehoben. Wir sagen auch, es muss dynamisiert werden. Unser Modell als CDU Berlin ist, dass wir ein sogenanntes Berliner Mietergeld schaffen, das genau für diesen preislichen Raum zwischen 8 und 13 Euro etwa, dass wir das sozusagen bezuschussen, damit eben auch die Mitte der Gesellschaft sich solche Wohnungen leisten kann und damit man sozusagen nicht diesen Quersubventionierungseffekt in der Form so stark hat. Herr Lutschak, Sie sind eben der Frage ausgewichen, was ist mit dem Baugebot? Sind Sie bereit als CDU, CSU in der Bundesregierung, wenn Sie wieder in der Bundesregierung sind, am Baugebot etwas zu machen, damit wir die Bauherren in die Pflicht nehmen können, aus Baugenehmigungen auch tatsächlich Bauverpflichtungen zu machen, damit wir anfangen können zu bauen? Das ist das eine. Das andere ist, und da bin ich völlig bei Ihnen, wir brauchen tatsächlich alle Akteure am Markt. Also da jemanden auszuschließen, halte ich für grundverkehrt. Es gab mal eine Senatorin, die das getan hat, wäre ein völlig falscher Ansatz. Unser Ansatz ist an der Stelle wirklich die Kooperation zu suchen. Und wir haben ja mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften auch jemanden, der sozusagen noch mal ein Stück weit mehr macht im sozialen Zusammenhang als die Privaten. Dort liegt die Quote bei den sozialen Mietwohnungen bei 50% an der Stelle. Ich glaube, darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Nähern wir uns mal der Fragestellung des Baulandes. Ich glaube, Tempelhof-Schöneberg hat vorgemacht, obwohl wir ja, sage ich mal, flächenmäßig der 8. Bezirk sind, aber einwohnermäßig der 3., dass es durchaus möglich ist, neues Bauland auszuweisen, Stadtquartiere auch mit privaten Investoren gemeinwohlorientiert zu entwickeln, beispielsweise am Südkreuz, beispielsweise in der neuen Mitte Tempelhof mit den städtischen oder aber auch an den Marienhöfen mit einem privaten Investor. Ich glaube, das wird uns auch in der Zukunft gelingen, weil das Stadtentwicklungsamt würde ich stärker darauf ausrichten wollen, dass wir aktiv städtebauliche Planung betreiben. Bisher war es ja so gewesen, dass die Bauherren und Eigentümer zu uns gekommen sind und gesagt haben, das ist mein Grundstück, da möchte ich was bauen. Jetzt sagt mir mal, liebes Stadtentwicklungsamt, ob ich das auch darf. Ich würde den Spieß gerne umdrehen und sagen, wir wollen den Eigentümer mit Besuch drohen und sagen, du hast da ein Schlüsselgrundstück, ein wahnsinnig interessantes Grundstück für den Bezirk insgesamt. Kannst du dir nicht vorstellen, mit uns gemeinsam in die Projektentwicklung einzusteigen? Kannst du dir nicht vorstellen, vielleicht das Grundstück, weil du es selber nicht kannst, an das Land Berlin zu veräußern? Oder kannst du dir vorstellen, in einem städtebaulichen Rahmen, den wir gemeinsam erarbeiten, dieses Grundstück
zu entwickeln und zu erarbeiten. So muss aus meiner Sicht Stadtentwicklungspolitik in der Zukunft funktionieren. Wir als öffentliche Hand, als öffentliche Verwaltung sollten in der Lage sein, die entsprechenden Akzente zu setzen, damit wir nämlich auch einen Blick darauf werfen können, damit die grüne und die soziale Infrastruktur, die mindestens genauso wichtig ist wie das Bauen, 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 an der Stelle mitwachsen kann. Das gelingt uns nur, wenn wir ein aktives, starkes Stadtentwicklungsamt haben. Die Zielgemeinschaft, die rot-grüne Zielgemeinschaft hat hier die entsprechenden Voraussetzungen in Tempelhof-Schöneberg geschaffen. Ich habe entsprechende Stellen mehr bekommen. Wir werden eine Gruppe haben, die nennt sich regionale Entwicklungsplanung, und eine Gruppe strategisches Flächenmanagement, die sich genau diese Aufgaben annehmen muss. Es geht nämlich nicht nur über die Fragestellung, wo weisen wir möglicherweise Bauland aus, sondern es geht um den gesamtstädtischen Blick, wie kriegen wir eine integrative Lösung hin. Denn wenn wir nur auf das Bauen gucken, dann passiert uns solche Sachen wie in Pankow, dass jede Menge gebaut wird und die soziale Infrastruktur an der Stelle nicht mitwachsen kann. Gut, das sind in der Tat Planungsfehler des Senats gewesen. In der Tat Planungsfehler des Senats gewesen, dass man viele, viele Baugebiete deswegen nicht entwickelt hat, weil man gesagt hat, naja, wenn wir da hinbauen, kriegen wir einen Verkehrskollaps, weil die Infrastruktur noch nicht mitgeplant ist. Das muss natürlich dann gesteuert werden. Aber ich finde dann eben schon, Herr Urban, wenn man sagt, wir wollen Bauland ausweisen und wollen dafür von bezirklicher Seite auch alles tun, dann muss man es aber auch tun. Und ich meine, es gibt ja nun auch Projekte, wo Wohnungen entstehen sollten, ja, die zur Linderung der Wohnungsnot hätten beitragen können, wo dann auch von bezirklicher Seite, auch in Ihrem Amt, darauf hingewirkt worden ist, dass das Gewerbe entsteht. Barbarossa-Dreieck ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also da muss man natürlich auch schon sehen, da muss man sozusagen den Worten, die man hier hat, dann auch am Ende Taten folgen lassen. Ich will mich um die Beantwortung der Frage gar nicht drücken, ob wir das Baugebot nachschärfen müssen. Also wenn Sie in 176 Baugesetzbuch reinschauen, da haben wir ja schon ein relativ starkes Baugebot und wir haben es jetzt gerade durch das Baulandmobilisierungsgesetz auch noch einmal verschärft. Wir haben den Kommunen mehr Möglichkeiten gegeben, dort einzuwirken. Und ich finde, man muss immer sehen, also der Fall, den Sie jetzt gebildet haben, ist eigentlich genau der Fall, der vom Baugebot ja auch erfasst wird und der aber auch von der Ausnahme des Baugebots nämlich erfasst wird. Da ist ja in Absatz 3 Satz 1 geregelt, dass wenn aus wirtschaftlichen Gründen nicht gebaut werden kann, dass man selbstverständlich dann nicht verpflichtet werden kann. Und wenn ein privater Projektentwickler eben ein bestimmtes Modell hat und auch eine bestimmte Finanzierungskonstellation gewählt hat, nämlich dass er bestimmte Tranchen möglicherweise erst verkaufen muss, damit er sozusagen die nächsten Bauabschnitte erst anfangen kann, bauen kann, dann finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, wenn wir dann als Staat sagen, jetzt müsste es aber trotzdem. Eine andere Fragestellung ist allerdings die Frage, wenn Bauland entwickelt wird, wenn Baugenehmigungen vorhanden sind und das einen spekulativen Hintergrund hat. Da bin ich durchaus bereit, da kann man drüber reden. Ich finde nicht, dass mit Bauland in einer solchen Art und Weise spekuliert wird, dass man sozusagen Filetgrundstücke hat, die werden entwickelt, da gibt es eine Baugenehmigung, ein Baurecht und dann lässt man die 10 Jahre liegen, weil man weiß, auch ohne etwas zu tun, verfünffache ich mein Wert da. Da kann man drüber reden, wie man damit umgeht, aber ansonsten muss man immer sagen, Baugebot, das ist ein scharfes Schwert, es geht hier um Eigentumsrechte, in die der Staat eingreift, auch massiv eingreift und deswegen glaube ich, ist die Regelung, die wir im 176 Baugesetzbuch haben, schon jetzt eine ziemlich scharfe und dass wir da jetzt noch nachschärfen müssen, sehe ich jetzt an der Stelle tatsächlich nicht. Also nur zwei Sätze dazu. Barbarossa-Dreieck, nur ganz kurz, weil Sie es angesprochen haben, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse an der Martin-Luther-Straße in dieser Gegend, glaube ich nicht, dass wir die hätten so nachweisen können. Nicht mit der Lärmsituation in einem Dreieck zuspitzenden Gebäude an der Stelle. Außerdem schaffen wir dort Wohnraum. In dem hinteren Bereich wird ein Wohngebäude gebaut mit 22 Wohneinheiten. Und ich sage nochmal, bei dem 176, da müsste man nochmal tiefer einsteigen, weil natürlich es schwierig ist, wenn jemand darauf beharrt, ein Geschäftsmodell auch wirklich partout umsetzen zu wollen an der Stelle und dann einfach jahrelang nichts tut an der Stelle und wir brauchen diesen Wohnraum, dann hätte ich mir schon noch mal ein stärkeres rechtliches Instrument an der Stelle gewünscht. Das kann jetzt nicht ganz unwidersprochen bleiben, weil also weil die Frage ist ja richtig gestellt worden. Was passiert denn eigentlich, wenn ein privater Eigentümer sagt, ich will aber da nicht bauen? Und die Antwort gibt das Gesetz. Das Gesetz sagt in 176, wenn ein privater Bauherr dem nicht nachkommt, dann wird gegebenenfalls enteignet. Und wenn jetzt Herr Urtmann sagt, das muss man alles noch verschärfen, dann würde ich aber deutlichen Widerspruch anmelden an dieser Stelle. Natürlich gibt es auch eine Verpflichtung von Eigentümern, ist ja gar keine Frage. Wir haben
Artikel 14, wo die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auch angesprochen wird. Und natürlich haben Kommunen städtebauliche Anforderungen. Und deswegen gibt es ja auch das Baugebot. Aber trotzdem, finde ich, muss man hier eine Gratwanderung beschreiten. Es ist immer auch privates Eigentum. Und das Eigentum wird grundrechtlich, verfassungsrechtlich geschützt und aus gutem Grund geschützt, weil das nämlich die Basis für individuelle Freiheit ist. Und wenn der Staat jetzt sagt, jetzt, wenn du nicht so willst wie ich, und wenn du eine andere Finanzierung machst, die mir nicht gefällt irgendwie, dann nehme ich dir das jetzt irgendwie weg. Dann ist das nicht das Modell, was ich haben möchte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt zum Tempelhofer Feld, Herr Ortmann. Da müssen Sie unser Programm schon genau lesen. Natürlich, wir wollen da in der Tat einen Wald haben. Das finden wir auch gut im Tempelhofer Stadtwald, weil das ökologisch eine sehr wertvolle Funktion dann auch hätte. Wir aber sagen in der Tat, dass wir uns eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes gut vorstellen können. Wir sagen aber auch, selbstverständlich müssen die Berlinerinnen und Berliner noch einmal gefragt werden. Wir haben einen Volksentscheid dazu, der ist klar gewesen, der liegt aber schon ein paar Jahre zurück. 2014 war der. Die Situation in Berlin hat sich durch steigende Mieten seit 2014 deutlich verändert. Und ich finde es jetzt richtig, diese Frage noch einmal neu aufzumachen, auch mit einem klaren Vorschlag an die Berlinerinnen und Berliner heranzutreten und zu sagen, wollt ihr, dass der Tempelhofer Feld am Rand neu bebaut wird, da kann man lange über die Konzeption streiten, aber es geht ja um 6.000, 8.000 Wohnungen etwa in dieser Größenordnung, wo dann 25.000 Menschen, junge Familien, Platz finden würden, eine Heimat finden würden. Und ich finde, da mag es ja richtig sein, dass wir noch andere Gebiete haben, selbstverständlich, die müssen wir auch entwickeln. Wir müssen sowieso über viele andere Dinge noch reden, über die Frage der Erschließung von Dachgeschossflächen zum Beispiel. Aber man muss dieser Frage des Tempelhofer Feldes sich dann eben auch stellen, da kann man sich nicht zurückdecken. Einen letzten Punkt will ich noch sagen, was die Fragen der Bauvorschriften anbelangt. Herr Hofmann hat natürlich recht, jede einzelne Bauvorschrift hat für sich genommen irgendwie einen rationalen Zweck. Die war auch mal vernünftig vielleicht, als sie eingeführt worden sind. Trotzdem führt es aber dazu, ich habe die Zahl selber nie nachgeprüft, aber man sagt, es gibt heutzutage, wenn Sie einen Neubau machen, 20.000 Bauvorschriften, die Sie einhalten müssen. 20.000. So, und das ist in der Summe einfach zu viel. Das ist in der Summe einfach zu viel, weil das Bauen so extrem komplex wird, damit so extrem langwierig wird und damit auch so extrem teuer wird, dass am Ende das sich natürlich bei den steigenden Mieten widerschlägt. Weil am Ende, wie soll es denn refinanziert werden? Wenn Bauen teuer ist, muss Mieten natürlich, es geht gar nicht anders, auch teuer werden. Und deswegen bin ich persönlich dafür, ohne dass ich Ihnen jetzt ganz genau sagen kann, welche einzelne Vorschrift es ist, die wir streichen müssen, aber wir müssen das gesamte Bauordnungsrecht einer Generalrevision unterziehen. Wir brauchen eine radikale Entschlackung des Bauordnungsrechts, sonst kriegen wir das mit dem günstigen Bauen nicht hin. Da kann ich nur sagen, gut gebrüllt, Löwe. Und dann gucken wir uns mal die Musterbauordnung der einzelnen Bundesländer an, auch derjenigen, die von CDU geführt werden, und stellen dann fest, warum haben sie nichts getan, wenn sie so davon überzeugt sind, dass man das alles so entschlacken kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann hat das schon eine gewisse Qualität, die da verfolgt wird. Und ich möchte jedenfalls keine Risiken für Bewohnerinnen und Bewohner von Wohngebäuden auslösen an der Stelle. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz dieses Thema Tempelhofer Feld abräumen, indem ich sage, auch für uns ist der Volksentscheid bindend gewesen. Wir haben in der letzten Wahlperiode mal darüber nachgedacht, eine Randbebauung ins Auge zu fassen, aber 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten, die dann so richtig reingehen in das Feld, kann ich mir an der Stelle auch in Zukunft nicht vorstellen. Fahren Sie zum Tempelhofer Feld, gucken Sie sich an, wie stark das frequentiert ist, wie viele Menschen da unterwegs sind, die jetzt gerade in Zeiten der Pandemie diese Naherholungsfläche an der Stelle wirklich brauchen. Die Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen. Ja, sehe ich. Und deswegen, deswegen sage ich ganz klar, wir müssen nachverdichten mit Augenmaß. Dieses platte Bauen, Bauen, Bauen findet dann eben sein Ende, wenn wir genau hingucken, was ist dann am Ende des Tages an Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner übrig. Und da brauchen wir an der Stelle dann ebenfalls Naherholungsflächen und entsprechende soziale Infrastruktur. Deswegen nochmal mein Plädoyer für ein aktives Stadtentwicklungsamt, für eine aktive Stadtentwicklungspolitik im Bezirk. Und wenn ich das nochmal sagen, wenn ich dann so Forderungen höre von der FDP, die dann sagen, alle Bebauungspläne sollen zukünftig auf Landesebene bearbeitet werden, da kann ich nur sagen, dann schaffen wir wirklich ein Bürokratiemonster, das abgeschafft gehört an der Stelle. Also ich hoffe jedenfalls nicht, dass wir am 26. September dann aufwachen mit einer schwarz-rot-gelben Regierung, sondern hoffe sehr, dass die Grünen dementsprechend stark das Sagen haben in Stadtentwicklungszusammenhang.
Jetzt muss ich, es soll ja ein Streitgespräch sein, dem kann ich natürlich nicht widerstehen. Also wenn wir jetzt... Nein, wir müssen es aber so ein bisschen einfangen wieder, wir haben noch andere Themen. Wenn wir jetzt über Nachverdichtung reden. Ich hatte gerade angefangen schon zu berichten, es gibt eine Studie der TU Darmstadt, die ausgerechnet hat, dass in Gesamtdeutschland ein Potenzial von 1,5 Millionen Wohnungen auf den Dächern liegt, wenn man Dachgeschossaufbauten macht. Alleine für Berlin wird das Potenzial mit etwa 50.000 Wohnungen angegeben. Das Problem ist aber in der Tat, dass wir dann natürlich das Bauordnungsrecht anpassen müssen. So, und dann sind wir natürlich ganz konkret bei einzelnen Fragestellungen. Sie haben gerade zu Recht auch gesagt, natürlich dürfen wir den Brandschutz nicht gefährden. Aber wenn das dann dazu führt, und das ist ein Fall aus Berlin, dass dann, weil Brandschutz bedeutet immer, dass man einen zweiten Rettungsweg haben muss. Oder baulich hergestellt, einen zweiten Rettungsweg. Wenn man den baulich herstellt, muss man eine zweite Treppe bauen. Das kostet Platz, kostet Geld, macht dann Bauen am Ende wieder teuer und damit auch Mieten teuer. Man kann den zweiten Rettungsweg aber auch dadurch gewährleisten, indem man Platz hat für die Feuerwehr, dass angeleitet werden kann. Im Falle eines Brandes fährt dann die Feuerwehr vor, fährt die Leiter aus, alles wunderbar, zweiter Rettungsweg ist gewährleistet. So, wenn dann aber die grüne Stadtentwicklungssenatorin beziehungsweise die Grünen, die dort bleibt hoffentlich so, aber wenn an der Stelle die politische Prämisse dann ausgegeben wird, dass wenn ein Baum zum Beispiel dafür, ich bin sehr für Grün, also nicht politisch, aber für Bäume, so, bin ich wirklich sehr dafür. Jeder Stadtbaum ist erhaltenswert, aber wenn natürlich am Ende gesagt wird, ich darf zum Beispiel einen Baum nicht fällen, um dort einen Platz zu schaffen, wo die Feuerwehr vorfahren kann, damit angeleitet werden kann und das dann zur Folge hat, dass der zweite Rettungsweg dann baulich hergestellt werden muss, dann sind wir wieder dabei, dass Bauen wieder deutlich teurer geworden ist. Und deswegen muss man diese verschiedenen, in der Sache ja auch alles nachvollziehbare Ziele, die muss man aber in eine Abwägung bringen. Diese Frage, wann soll ein Bauherr gezwungen werden können zu bauen, fußte ja darauf, dass er eine Baugenehmigung beantragt hat und die Baugenehmigung hat. Also hat er doch eigentlich die Absicht zu bauen. Sie sagten, Herr Luschak, man sollte ihn zwingen, wenn er es aus spekulativen Gründen den Bau verzögert. Das erscheint mir äußerst schwierig. Wann ist es spekulativ, die Verzögerung? Ist das Geschäftsmodell vielleicht schon so ausgerichtet, dass es eine Verschiebung ermöglicht auf irgendwann? Oder wie will man das nachweisen? Das scheint mir überhaupt nicht möglich zu sein. Ich meine, wenn jemand eine Baugenehmigung beantragt, hat er doch die Absicht zu bauen. Warum soll man ihm dann bei dieser Absicht nicht helfen? Man muss zwei Dinge tatsächlich differenzieren. Besteht eine Baugenehmigung, ja oder nein? Das Baugebot differenziert ja an der Stelle jetzt nicht, sondern es geht ja darum, beim Baugebot sozusagen, da ist ein Grundstück, auch wenn ein Eigentümer gar nicht die Absicht hat und auch keine Baugenehmigung beantragt, kann er dann trotzdem gezwungen werden. Ich wäre jetzt nicht jemand, der sagt, Zwang habe ich auch nicht gesagt und will ich auch nicht. Ich sage nur, es gibt das gesetzliche Instrumentarium und ich finde, das ist auch mehr als ausreichend. Das ist nämlich sehr scharf und auch jetzt gerade noch nachgeschärft worden. Das, was ich gesagt habe, war in der Tat, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Bauland spekulativ genutzt wird. Und natürlich ist es eine schwierige Abgrenzungsfrage, in der Tat. Aber ich finde, man muss doch immer einen Grund haben, als Staat, wenn ich eingreife in die Rechte eines Eigentümers, wieso ich das mache. Und ich finde, Spekulation kann möglicherweise ein Grund sein, wenn man sagt, wir haben eben Wohnungsnot und deswegen muss sozusagen gebaut werden. Und wenn jemand aus rein spekulativen Gründen zum Beispiel eine Baugenehmigung beantragt, dann hat er Baureife, das steigt und er nutzt sie dann am Ende nicht. Dann muss man überlegen, wie man damit umgeht. Zwang wäre jetzt nicht mein Weg, aber man kann zum Beispiel, gibt es ja Modelle, dass man sagt, eine Baugenehmigung hat sozusagen eine bestimmte Dauer nur und wenn die eben in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Frist nicht genutzt wird, dann verfällt sie. Das wäre natürlich mittelbar sozusagen ein Druck, ein Zwang, wenn man so will, dort auch zu bauen. Aber natürlich muss man dann auch wieder schauen, wenn so eine Corona-Pandemie zum Beispiel dazwischen kommt, natürlich muss man dann auch Tatbestände haben, die ein flexibles Eingehen darauf lässt. Deswegen nochmal, Spekulation müssen wir uns anschauen, müssen wir auch gegen vorgehen, aber gegen Zwang über das, was wir im 176 Baugesetzbuch haben an Baugebot, bin ich jedenfalls nicht zu verhaben. So, schauen wir mal ganz kurz dazu, wenn die noch wichtig ist.
Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, bei dem 176er Fall hatte ich die Friedenauer Höhe erwähnt, da gab es Baugenehmigungen und die wurden nicht genutzt. An der Stelle wünsche ich mir ein schärferes Schwert, damit ich dann auch den Bauherrn dazu verpflichten kann. Es nützt mir nichts, dass die Baugenehmigung dann irgendwann ausläuft und der das neu beantragen muss, dann habe ich immer noch keine Wohnung an der Stelle. Also ich möchte den Bauherrn dazu bringen, dass er auch tatsächlich baut. Dann der spekulative Leerstand. In der Tat wünsche ich mir, dass wir dort mit einer höheren Grundsteuer umgehen, dass derjenige, der sein Grundstück nicht bebaut, dann auch stärker belastet wird bei der Grundsteuer. Wir sind ja ohnehin auch bei der Grundsteuer dafür, dass das bei dem Eigentümer bleibt. Das kann er zwar steuerlich absetzen, aber eigentlich nur dann, wenn er auch das Grundstück nutzt. Und so muss es auch richtigerweise ausgelegt. Ich habe dann mal in die Wahlprogramme Bundestagswahl hier reingeguckt. CDU, CSU hat da nicht wirklich zum Mietrecht im Detail was drin. Da würde ich jetzt mal dann Herrn Lutschak die Frage gleich rüberwerfen. Können wir davon ausgehen, dass im Mietrecht eigentlich zumindest mal nach Stand heute keine wesentlichen Änderungen von der CDU und CSU geplant sind, beabsichtigt sind, versprochen werden in den Wahlen. Im Gegensatz dazu hat das Wahlprogramm bei den Grünen doch sehr viel Regulierungsthemen drin. Manche Themen werden nochmal aufgegriffen, die jetzt schon mal reguliert sind. Die sollen nochmal weiter geändert, verschärft werden an der Stelle. Schreit doch sehr nach sehr viel Gesetzesänderung nochmal. Wieder umgewöhnt, wieder lernen. Das würde mich jetzt mal interessieren, da würde ich jetzt mit Herrn Oltmann einfach mal anfangen an der Stelle, dass Sie das nochmal versuchen, so ein bisschen zu erklären, was ist dort gedacht, was wollen Sie dabei, wo zielt das Ganze hin, ist es wirklich so gemeint, wie es jetzt da drin steht oder sind das erstmal nur Ideen auch? Neben der Frage des Neubaus ist für uns ganz entscheidend als Grüne, dass wir die soziale Frage im Bestand lösen. Ich glaube, wir haben eine Entwicklung am Wohnungsmarkt erlebt in den letzten Jahren, gerade in Berlin, wo man sagen kann, da ist einiges aus den Fugen geraten an der Stelle. Wir haben mehr als eine Verdoppelung der durchschnittlichen Angebotsmieten erlebt, bei gleichzeitiger Halbierung der Sozialmietwohnungen an der Stelle und dann gleichzeitig eine Haushaltseinkommensentwicklung im Land Berlin, die eben nicht mit Schritt gehalten hat. Wir haben zwar eine ganze Menge an Zunahme an sozialversicherungspflichtigen Jobs gehabt, die sind aber überwiegend in den Niedriglohnsektor entstanden, nämlich Gastronomie, Tourismus und Logistik an der Stelle. Das hat dazu geführt, dass sich ein normal verdienender Haushalt eine Miete einfach nicht mehr leisten kann. Und dann haben wir Akteure im Markt, wie beispielsweise Akelius, die aus einfachen Wohnungen sozusagen Wohnungen machen mit Bodenbelegen, mit teuren Bodenbelegen und einer Einbauküche und die dann mit 15, 16, 17 Euro wie eine Neubauwohnung an den Markt gehen. All diese Prozesse und diese Exzesse, muss man ja schon sagen, haben dazu geführt, dass sich Mieterinitiativen zusammengetan haben und wir jetzt mit einer Vergesellschaftungsdebatte umgehen müssen an der Stelle. Ich glaube, die Spitzenkandidatin will ja auch zustimmen. Ja, ich will das auch gerade einleiten, Herr Lutschak. Ich glaube, dass wir mit unserem Vorschlag, nämlich zu sagen, wir sorgen auf der einen Seite für Rechtsfrieden für die Wohnungswirtschaft und für Sozialfrieden für die Mieterinnen und Mieter, genau diese Initiative jetzt nutzen, um die Wohnungswirtschaft ein Stück weit auch an den Verhandlungstisch zu bringen. Ich glaube, dass diese Lösung genau die richtige ist. Weil wenn wir jetzt die Vergesellschaftung zu Ende denken und es kommt tatsächlich zu einem positiven Votum, wir müssen das Ganze in ein Gesetz übersetzen, dann führt es dazu, dass das Gesetz möglicherweise beklagt wird. Wir haben Rechtsunfrieden. Auf der anderen Seite haben wir eine Rechtsunsicherheit für die Mieterinnen und Mieter. Ich glaube, wir tun gut daran, endlich wieder gemeinsam und kooperativ nach vorne zu denken. Und deswegen ist der Mietenschutzschirm, den wir vorschlagen, von existenzieller Bedeutung, weil er nämlich eine Vertragslösung darstellt. Wer einen Vertrag unterschreibt, der beklagt ihn in der Regel in der Kürze der Zeit nicht. Dieser Vertrag sieht vor, dass ich einerseits von der Wohnungswirtschaft eine ganze Menge fordere, nämlich zum Beispiel ein Mietenmoratorium, wo wir nur im Rahmen eines Inflationsausgleiches die Mieten erhöhen können. Wir wollen, dass die Wiedervermietung sozial ausgerichtet ist und wir wollen den Mietenspiegel als das zentrale Instrument hinsichtlich der ortsüblichen Vergleichsmiete abgesichert wissen an der Stelle. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch diejenigen unterstützen und fördern, die sich unter diesem Mietenschutzschirm und diesem Vertrag sozusagen rechtlich binden, indem wir ihnen besondere Zuschüsse gönnen, indem wir ihnen Grundstücke verschaffen mit einem deutlich herabgesenkten Erbbauzins an der Stelle und indem wir sie auch mit kostengünstigen Darlehen an der Stelle versorgen wollen. Und wir wollen uns das Fördermodell auch nochmal angucken, weil
Da bin ich ganz bei Ihnen. Da kann man noch mal einiges deutlich entschlacken, damit wir gerade im mittleren Segment ein Fördermodell schaffen, was dann auch entsprechend angenommen werden kann. Dazu wollen wir natürlich auch, dass die Modernisierungsumlagen begrenzt werden auf 1,50 Euro den Quadratmeter. Und da sind Sie wirklich an der Bundesebene gefordert gewesen. Herr Lutschak, muss ich einfach mal deutlich sagen, den Milieuschutz in den Bezirken haben wir nur deswegen so ausgedehnt und ausgeweitet, weil wir immer noch eine relativ mieterunfreundliche Gesetzgebung haben. Gucken Sie sich die Mietpreisbremse an. Es liegt immer an den Mieterinnen und Mieter, aktiv zu werden und seine oder ihre Rechte einzufordern. Gucken Sie sich die Modernisierungsumlage an. Ab einer Miete von über 7 Euro an der Stelle müssen Sie mit einer Modernisierungsumlage von 3 Euro rechnen. Ein normal verdienender Haushalt kann das an der Stelle kaum leisten. Wenn Sie mal so eine 65 Quadratmeter Durchschnittswohnung unterstellen, würde das bedeuten 200 Euro mehr im Monat. Das ist für viele Haushalte an der Stelle nicht leistbar. Ich habe so viele Mieterinitiativen besucht bzw. bei mir im Büro gehabt und es ging immer um diese beiden Fragen. Was passiert nach einer Modernisierung? Kann ich meine Miete noch leisten? Und was passiert, wenn ich mit einer Eigenbedarfskündigung konfrontiert werde? Und mit unserem Mietenschutzschirm machen wir ein vertragliches Angebot für alle diejenigen Vermieterinnen und Vermieter, die sich gemeinwohlorientiert verstehen, zu sagen, diese beiden Elemente wollen wir an der Stelle begrenzen. Die Modernisierungsumlage soll auf 1,50 Euro begrenzt werden und eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll grundsätzlich ausgeschlossen werden. So. Herr Lutschak, wenn die CDU regiert, gibt es keine Änderung im Mietrecht. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also ich will mal das zusammenfassen, was Herr Othmann jetzt gerade im Kern gesagt hat. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist ja im Prinzip das, was das Mietenschutzschirm im Prinzip sagt. Wenn Sie nicht das machen, was Sie wollen, liebe Wohnungswirtschaft, dann werden Sie enteignet. So einfach ist es am Ende. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt nicht mein Verständnis von Politik. Ich finde, wir müssen als Gesetzgeber einen Rahmen vorgeben. Da muss sich dann auch jeder dran halten. Und da bin ich dann auch sehr dafür, dass der dann auch eingehalten und auch durchgesetzt wird. Und da kann man in der Tat auch nachdenken, ob da noch weitere Mechanismen sind. Aber so eine Erpressungssituation herbeizuführen, das ist nicht mein Verständnis von Politik. Das geht aber darüber hinaus, ne? Herr Lutschak, das geht aber darüber hinaus. Wenn ich das jetzt nochmal sagen darf. Also Sie haben jetzt auch viele Zahlen einfach genannt, die stimmen einfach nicht. Wenn Sie sich die durchschnittliche Mietbelastungsquote ansehen in Berlin, also das, was muss ein Haushalt zahlen, aufwenden für seine Miete, dann ist der in den letzten Jahren gefallen. Das ist nicht meine Zahl, das ist die Zahl der Hans-Böckler-Stiftung. Die Hans-Böckler-Stiftung ist nun bestimmt nicht dafür bekannt, besonders marktwirtschaftlich zu sein und schon CDU noch schon mal gar nicht. Danach ist die Mietbelastungsquote von durchschnittlich 29,3 auf 28,7% gefallen. Unter 30%, Herr, Sie können aufnehmen, aber jetzt bin ich erstmal dran zu reden. In Berlin, davon reden wir, in Berlin. So, und diese Zahlen muss man einfach nochmal sehen. Ich negiere ja überhaupt nicht, dass es natürlich Probleme gibt mit steigenden Mieten. Und da leite ich dann auch gerne dazu über, was Herr Behrendt auch gefragt wird. Wir haben in den letzten Jahren in der Tat sehr, sehr viel als Bundesgesetzgeber auf den Weg gebracht. Wir haben die Mietpreisbremse nicht nur verlängert, wir haben sie auch nachgeschärft. Wenn Sie jetzt sagen, die muss jetzt entfristet werden, die Ausnahmen müssen alle abgeschafft werden, dann kann ich Ihnen nur mal empfehlen, lesen Sie mal bitte das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom August 2019 war es schon, da werden Sie sehr genau feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht klare, auch verfassungsrechtliche Leitplanken eingefügt hat, was wir machen können und was wir nicht machen können. Und bei der Mietpreisbremse hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar ausgeführt, dass wir, wenn wir einen Regelungsrahmen schaffen, der am Ende dazu führt, dass Mieten sich komplett vom Markt entkoppeln, und zwar als Gesetzgeber vorgeben, dass das dann am Ende die Substanzgarantie von Artikel 14 des Eigentumsartikels tangiert. Das können wir nicht machen. Und jetzt bin ich noch gar nicht bei der Frage, wie das eigentlich in Einklang zu bringen ist mit Ihren Vorstellungen als Partei, die wir ja auch teilen. Wir wollen mehr Klimaschutz, wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Und wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir im Gebäudesektor dazu kommen, dass mehr energetisch modernisiert wird. 1% ist die durchschnittliche Modernisierungsquote, die wir momentan haben. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen 2%, eigentlich 3%. Wenn Sie aber jetzt sagen, die Ausnahmen von der Mietpreisbremse, die schaffen wir jetzt alle ab, unter anderem die Ausnahme für die umfassende Modernisierung. Ja, was meinen Sie denn, was passiert? Kein Mensch wird mehr modernisieren, weil es nämlich nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist. Und das Gleiche gilt, wenn Sie sagen, die Modernisierungsumlage muss jetzt auf 1,50 Euro maximal gedeckelt werden. Das ist das gleiche Problem. Wenn Sie sich einmal mit energetischen Modernisierungen beschäftigt haben, und das unterstelle ich, dass Sie das haben, dann wissen Sie, was das kostet. Und das kriegen Sie für 1,50 Euro nicht. Und was wird ein privater Vermieter machen? Natürlich. Nichts.
der wird einfach nichts machen. Und das führt dazu, dass unsere Substanz an Wohngebäuden nicht nur sich kontinuierlich verschlechtern wird, auf der einen Seite, weil natürlich beides auch immer mit Instandhaltungsmaßnahmen einhergeht, und gleichzeitig, was viel schlimmer noch ist, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen werden, weil nämlich eben nicht energetisch modernisiert wird. So, und deswegen ist es eine völlig verkehrte Zielstellung zu sagen, man muss an der Stelle die regulativen Schrauben noch weiter drehen. Im Gegenteil, wir müssen mehr Modernisierung schaffen. Und da bin ich dafür, da müssen wir Anreize schaffen. Das ist aber unsere Aufgabe als Staat, dafür zu sorgen, indem wir zum Beispiel Förderprogramme verstetigen, weiter ausbauen, dass am Ende dann auch die Eigentümer, die Privaten auch sagen, ja, es lohnt sich für mich auch. Und da sind wir dann wieder bei Fragen von Bürokratie, wenn man sich mal die KfW-Förderprogramme anschaut. Mann, oh Mann, wenn Sie schon mal selber versucht haben, sowas auszufüllen, das schaffen Sie ja selber überhaupt gar nicht. Wie soll denn das ein privater, kleiner Vermieter, der 2, 3 Wohnungen hat? Und nochmal, das wissen Sie ja, Herr Oltmann, das ist ja die Mehrheit der Vermieterinnen und Vermieter in unserem Land. Das ist nicht die Deutsche Wohnen und Vonovia. Die haben alle große Rechtsabteilungen. Das ist überhaupt gar kein Problem für die, sowas zu machen. Aber der kleine private Vermieter, der 2, 3 Wohnungen hat, das sind 2/3 der Wohnungen in unserem Land, die solche Vermieter darstellen. Und das sind übrigens vielfach ältere Menschen, die ihre Altersvorsorge darauf aufgebaut haben, die mit solchen bürokratischen Vorschriften einfach auch nicht zurechtkommen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein möglichst einfaches System. Es muss sich wirtschaftlich auch tragen. Und das dazu gehört dann eben auch, wenn man sagt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bezahlbares Wohnen auf der einen Seite zu gewährleisten, aber eben auch Klimaschutz und im Übrigen auch demografische Entwicklung. Wenn wir dazu kommen, nee, da werde ich das noch sagen, doch, Herr Wehrmann, wenn wir dazu kommen, und da sind wir beim Thema Milieuschutzgebiet. Ich muss mal einhaken, wenn es zum Beispiel darum geht, dass alte und ältere Menschen möglichst lange in ihren Wohnungen bleiben können. Kann das Thema gleich machen. Das gehört aber dazu. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und wenn man jetzt in Milieuschutzgebieten, hier in Tempelhof-Schöneberg zum Beispiel sagt, ein Fahrstuhl wird hier generell nicht mehr eingebaut, in anderen Bezirken wird eine Einzelfallabwägung gemacht. In Tempelhof-Schöneberg hat man in den letzten Jahren gesagt, Fahrstuhl gibt es nicht, ist Milieuschutzgebiet ausgeschlossen. Das hat dazu geführt, kenne ich Fälle, dass einzelne ältere Menschen aus ihren Wohnungen ausziehen mussten, weil kein Fahrstuhl eingebaut worden ist. Und genau das ist der Punkt. Wenn Sie jetzt sagen, wir schaffen die Ausnahmen von der Modernisierungs-, von der Mietpreisbremse ab, wird genau das der Fall sein. Und deswegen ist es eine völlig falsche Steuerung. Und zu den Eigenbedarfskündigungen können wir gleich auch noch was sagen. Wenn Sie sagen, Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen müssen ausgeschlossen werden, dann reiten Sie auf der Welle der Angst der Menschen. Sie machen Angst mit der Angst der Menschen Politik. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht angemessen. Sie wissen ganz genau, wenn in Berlin Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, dann hat man hier in Berlin in aller Regel 10, meistens sogar 12 Jahre einen absoluten Schutz vor der Eigenbedarfskündigung. Absolut ist man geschützt, 12 Jahre lang. Ist das, was im Wahlprogramm, da steht ja eigentlich gar nichts dazu, da bleibt es dann aus Ihrer Sicht als Wahlvorstellung, Wahlprogramm, dass wir mit dem Mietrecht, was wir derzeit haben, möglicherweise die nächste Legislaturperiode da leben dürfen, müssen, können? Die Frage ist leider nicht beantwortet, da muss ich jetzt nochmal nachbohren. Selbstverständlich, Sie waren mittelbar aus meinen Zeilen zu entnehmen. Sie haben ja gemerkt, dass ich sehr verteidigt habe, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das war viel und wir haben ein starkes soziales Mietrecht. Ich finde auch das beste soziale Mietrecht in ganz Europa, weil man Interessen nicht gegeneinander ausspielt, sondern weil man versucht, sie auszugleichen. Und ich finde, wir haben so viel in den letzten Jahren gemacht, jetzt kann man auch erstmal, und deswegen ist unser Wahlprogramm dort richtig an der Stelle, dass wir uns dort nicht zu verhalten, weil wir eben auch sagen, das, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, war gut, war richtig und jetzt irgendwann muss aber auch das Gleichgewicht mal gewahrt bleiben. So, Herr Oltmann, genau, habe ich es gesehen, war der Finger schon auf dem Mikro. Ich würde es gut finden, wenn wir die Diskussion so ein bisschen nach Themenblöcken sortieren, weil sonst bauen Sie so einen Stapel auf und ich muss den dann wieder alles abarbeiten. An der Stelle. Deswegen sage ich mal, ich gehe auf das Thema Aufzüge in Milieuschutzgebieten noch ein, aber ich klammer das jetzt mal bewusst aus, weil mich schon noch mal umtreibt, dass Sie so einfach nonchalant darüber hinweggegangen sind, dass wir eine sehr heterogene Einkommenssituation, Haushaltseinkommenssituation in Berlin haben. Und wir haben in den Milieuschutzgebieten nun mal festgestellt, wir müssen das ja nach Kriterien sehr genau untersuchen durch Haushaltsbefragen, wir haben in den Milieuschutzgebieten festgestellt, dass 40% der Haushalte mit einer Mietbelastung von mehr als 30% umgehen müssen. Ja, 40%, das heißt mit anderen Worten, fast die Hälfte der Haushalte sind schon über die Maßen stark mit ihrer Miete an der Stelle belastet. Und da kann man einfach nicht so an der Stelle drüber hinweggehen, zu sagen, das wäre jetzt eine Mietbelastung, die bundesweit oder berlinweit heruntergegangen ist. Nein, wir haben in Berlin eine sehr heterogene Situation und müssen darauf reagieren. So, Modernisierungsumlagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir eine gelungene Zuschussgestaltung hinbekommen, mit dem Drittelmodell, was wir auf Bundesebene vorschlagen, nämlich zu sagen, der Vermieter beteiligt sich, der Mieter beteiligt sich und der Staat gibt durch einen Zuschuss sozusagen ebenfalls was dazu, dass wir dann die energetische Modernisierung
Sanierung der Gebäude stark voranbringen können. Und Sie müssen ja mal die Frage beantworten, Herr Lutschak, wenn Sie tatsächlich eine Regierung wären in Berlin und Sie haben dann ein positives Votum aus der Vergesellschaftung, was machen Sie denn dann eigentlich? Dann sind Sie ja eigentlich gehalten, das auch in Gesetzesform in eine Gesetzesform zu bringen. Und da finde ich, ist unser grüner Vorschlag genau der richtige Weg, zu sagen, nee, das ersparen wir uns an der Stelle. Wir suchen eine vertragliche Lösung, die ein Zwischenmodell bedeutet, der aber einen Vertrag darstellt, auf den sich die Mieterinnen und Mieter unmittelbar beziehen können. Damit schaffen wir sozialen Frieden. Und damit schaffen wir auch Rechtsfrieden in der Stadt. Das ist, finde ich, Alleinstellungsmerkmal von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin. Und ich finde sehr, dass wir in den letzten Tagen darüber noch mal intensiv die Debatte in der Stadt suchen sollten, weil es ist ein außergewöhnliches Modell, was es so in der Bundesrepublik, glaube ich, an der Stelle wirklich nicht gibt. Wenn Sie nachher vor der Frage stehen, dass Sie mit dieser Vergesellschaftung umgehen müssen, dann müssen Sie auch die Frage beantworten, ja, wie wollen Sie das denn jetzt eigentlich umgesetzt wissen? Und dann haben Sie die Situation, dass Sie tatsächlich erstmal mit den großen Akteuren am Wohnungsmarkt zu tun haben. Unser Mietenschutzschirm richtet sich grundsätzlich an alle Vermieterinnen und Vermieter. Wenn du eine Besserstellung willst, durch Zuschüsse, durch herabgesenkte Erbbaurechtszinsen, beispielsweise bei dem Erwerb von Grundstücken, dann kannst du dich unter den Mietenschutzschirm bei uns begeben, auch wenn du keine 3.000 Wohneinheiten hast. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil liegt eben in dieser vertraglichen Konstellation. Wir haben ja nicht gesagt, das sind die Eckpunkte und lieber Vogel nun friss oder stirb, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns mit euch an den Verhandlungstisch setzen. Und sowohl die Adlergruppe, die 20.000 Wohneinheiten in Berlin hält, als auch Vonovia haben bereits zu erkennen gegeben, dass sie mit uns verhandeln wollen an der Stelle. Das heißt mit anderen Worten, das Signal ist auch bei den großen Akteuren in der Wohnungswirtschaft angekommen. Und ich hoffe sehr, dass wir in die Lage versetzt werden, dies auch mit ausfüllen zu können an der Stelle. 1,50 Euro Modernisierungsumlage, will ich auch noch mal sagen, bedeutet im Prinzip auch, dass sich nur die Amortisationszeit nach hinten verlängert. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ich sage noch mal, wir wollen Zuschüsse dazu geben, damit das eine Gepäckerleichterung darstellt, aber die Amortisationszeit verlängert sich nach hinten, denn es ist ja nicht so, dass die Modernisierungsumlage nicht mehr gezahlt werden muss, wenn im Grunde genommen das abbezahlt ist, sondern sie wird von den Mieterinnen und Mietern für die Ewigkeit aufgebracht. Und deswegen finde ich, 1,50 Euro ist genau das richtige Maß, was wir am Bundesprogramm fordern. Zu drei Punkten würde ich gerne noch etwas sagen, weil Herr Oltmann auch gefragt hatte, wie gehen wir denn mit einem Volksentscheid um, was sich für die Enteignung ausspricht. Das setzt ja erstmal einen Prozess in Gang. Der Volksentscheid sagt ja, der Senat von Berlin wird aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. Das setzt aber natürlich eine tiefe verfassungsrechtliche Prüfung voraus. Ich kann Ihnen, also will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber es wird Sie auch jetzt nicht überraschen, ich glaube nicht, dass eine solche verfassungsrechtliche Prüfung am Ende zu dem Ergebnis führen wird, dass ein solches Gesetz verfassungskonform wäre. So, und das müsste dann in einem geregelten Verfahren gemacht werden, aber ich glaube, das Ergebnis ist aus meiner juristischen Expertise zumindest heraus ein sehr eindeutiges, das wird nicht funktionieren, weil die Enteignung das Problem von steigenden Mieten im Land Berlin ja überhaupt gar nicht löst. Das Problem ist, dass wir zu wenig Angebot an Wohnungen haben. Und wenn ich 39 Milliarden Euro ausgebe und vergesellschafte, enteigne, habe ich am Ende genauso viele Wohnungen wie vorher, ich habe nur das Klingelschild des Vermieters ausgetauscht. Nee. Das Problem ist damit nicht gelöst. So ist das ja nicht. Doch, so ist es. Und nein. Deswegen wäre ich da nicht für, sondern in der Tat, wir müssen das eher machen wie Hamburg. Da geht Olaf Scholz ja sozusagen mit Hausieren momentan in den Triellen, dass er sagt, in Hamburg hat er ein Bündnis für bezahlbares Wohnen auf den Weg gebracht. Ja, das ist gut, das ist richtig. Im Land Berlin soll das jetzt auch gemacht worden werden. Hat nur leider ziemlich lange gedauert, ist schon eine Forderung, die wir als CDU Berlin schon seit vielen Jahren haben. In der Vergangenheit war es leider so, dass man den Investoren und überhaupt all den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt ja eher Steine in den Weg gelegt hat, als mit ihnen zu sprechen, sie an einen Tisch zu holen und gemeinsam versucht hat, diese Dinge zu lösen. Und dass es jetzt besser werden soll, das ist schon mal begrüßenswert, aber leider erst unter dem Druck eines verfassungswidrigen Mietendeckels, den das Bundesverfassungsgericht kassiert hat. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, in der Tat, wie gehen wir mit den Amortisationszeiträumen um? Insofern finde ich das ganz gut und richtig, Herr Oltmann, wie Sie das dargestellt haben. Diese Frage der Begrenzung der Modernisierungsumlage auf einen bestimmten Zeitraum, das hat schon mal Eingang in einen Koalitionsvertrag gefunden, nicht in den aktuell laufenden, sondern in den der Großen Koalition aus der letzten Legislaturperiode. Wir haben das sehr, sehr intensiv auf der Bundesebene diskutiert und am Ende haben wir dieses Modell verworfen. Und im Übrigen auch im Einklang mit dem Deutschen Mieterbund verworfen, der das nach außen nicht so deutlich sagen kann, aber so war es. Am Ende sind alle, die sich damit tiefer
beschäftigt haben, zu dem Ergebnis gekommen, es lässt sich in der Praxis nicht umsetzen. Aus genau den Gründen, die Sie gesagt haben. Gewerke haben unterschiedliche Nutzungsdauern. Das ist schwierig zu sagen und man käme auch in der Praxis zu ganz schwierigen Situationen. Da wird, bleibt mal bei dem Beispiel bei dem Fahrstuhl, der wird eingebaut, hat dann eine bestimmte Amortisationszeit. Das heißt, für bestimmte Mieter, die während dieser gesamten Zeit dort wohnen, müsste sozusagen dann die Miete wieder gesenkt werden. Mieter, die in der Zwischenzeit eingezogen sind, aber diesen Fahrstuhl natürlich auch nutzen können und die einen erhöhten Wohnwert dadurch haben, darum geht es ja bei der Modernisierungsumlage, es wird ja ein Preis dafür entrichtet, dass der Wohnwert meiner Wohnung steigt. Fahrstuhl, weniger Betriebskosten, weil energetisch modernisiert wurde oder andere Dinge. Und dass dort sozusagen dann man zwei Sorten von Mietern hätte, das lässt sich in der Praxis überhaupt nicht nachvollziehen, es lässt sich auch überhaupt nicht kontrollieren, also ein wirklich absolut bürokratisches Konstrukt, was nicht funktioniert. Und deswegen haben wir alle gemeinsam, SPD, CDU, CSU und auch Deutscher Mieterbund, am Ende davon Abstand genommen. Und deswegen sollte das auch so bleiben, es funktioniert in der Praxis einfach nicht. Sie sind noch auf zwei Fragen nicht eingegangen. Einmal diese Frage der Haushaltseinkommenssituation und das andere war die Frage Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Wir haben in den Milieuschutzgebieten festgestellt, wenn man dann, wenn der Bauherr sich verpflichtet, in den ersten 7 Jahren nur an die Mieterinnen und Mieter zu veräußern, dann müssen wir ja genehmigen. Ich finde diese Regelung völlig unmöglich. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass auf Bundesebene diese Regelung gestrichen worden wäre. Tatsächlich hat es dazu geführt, dass eben sehr viele Wohnungen auf diesem Weg umgewandelt wurden, obwohl wir Milieuschutz haben. Und dann wurde eben festgestellt, dass der Verkauf an die Mieterinnen und Mieter unter 1% liegt. Unter 1%. Das heißt mit anderen Worten, der soziale Gedanke, der da eigentlich hintersteckte, man könnte ja sozusagen an die Mieterinnen und Mieter dann auch Eigentum verschaffen, der wird hier einfach mal unterlaufen. Es ging gar nicht darum, die Mieterinnen und Mieter mit Wohnraum, also mit Eigentum zu versorgen, sondern es ging einfach darum, die Preise in die Höhe zu treiben, beziehungsweise durch den Verkauf von einzelnen Wohnungen an Investoren oder Eigentümern, die dann vermieten wollen, ordentlich Erträge zu erwirtschaften. Und dass sie da kein Riegel vorgeschoben haben, all die Jahre nicht, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Der Applaus ist Wohlfall, er ist nur leider falsch, weil Herr Othmann die Rechtslage falsch dargestellt hat. Wir haben genau diesen Tatbestand, wie ich finde, sage ich ausdrücklich leider, durch das Baulandmobilisierungsgesetz relativiert. Das Land Berlin hat jetzt eine Rechtsverordnung erlassen. Das gesamte Land Berlin ist ein angespannter Wohnungsmarkt. Insofern gelten die neuen Regelungen des Baulandmobilisierungsgesetzes. Das heißt, der Tatbestand, den Sie gerade nennen, der greift jetzt gerade nicht mehr. Und zwar auch außerhalb der Milieuschutzgebiete nicht mehr. Das heißt, faktisch ist es so, nochmal ausdrücklich leider, dass eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung nicht mehr möglich ist im Land Berlin. Und ich bedauere das ausdrücklich. Moment. Ausdrücklich. Moment. Genehmigungsvorbehalt. Ein Genehmigungsvorbehalt, der aber faktisch nicht erteilt wird, jedenfalls nicht unter dem Tatbestand, den Sie gerade genannt haben. Ich bedauere das ausdrücklich, weil nämlich der gegenteilige Effekt zutreffend ist, wie Sie den gerade beschrieben haben. Sie haben ja gerade gesagt, dass im Prinzip sozusagen das nur ein Modell wäre, das sozusagen Einzelne davon verdienen. Am Ende ist es doch so, wenn es weniger Eigentumswohnungen auf dem Markt gibt, dann werden diese wenigen, das ist einfach erstes Semester Volkswirtschaftslehre, diese wenigen Eigentumswohnungen werden jetzt im Preis steigen. Das heißt, all diejenigen jungen Familien, die vielleicht davon geträumt haben, in den eigenen 4 Wänden zu leben, die darauf gespart haben, die werden es zukünftig jetzt noch wesentlich schwerer haben, sich diesen Traum zu verwirklichen, weil die Preise ansteigen. So, und nochmal zu dem Mieterschutz. Ich habe es ja gerade schon mit Blick auf die Eigenbedarfskündigung auch ausgeführt. Mieter sind, wenn sie in einer Wohnung wohnen, die umgewandelt wird, sehr gut geschützt. Und nochmal ausdrücklich, zu Recht sehr gut geschützt. Aus mehreren Gründen. Ich habe die rechtliche Situation dargestellt, aber auch die ökonomische Situation dahinter. Es ist doch in aller Regel so, oder nicht in aller Regel, aber in sehr vielen Konstellationen so, dass diejenigen, die eine solche Eigentumswohnung erwerben, sie ja gar nicht zum Eigenbedarf erwerben, sondern die erwerben sie, weil das ein Modell ihrer Altersvorsorge ist. Das heißt, die spekulieren darauf, dass ihre Wohnung vermietet bleibt und dass sie aus den Mieternahmen dann ihre Altersvorsorge bestreiten können. Das heißt, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, da jemanden zu kündigen, sondern die sind ganz im Gegenteil an langfristigen, guten Mietverhältnissen interessiert. Das sind gerade diese privaten Kleinvermieter, die haben 1, 2, 3 Wohnungen und so. Und die gehen im Übrigen mit ihren Mieterinnen und Mietern auch in aller Regel außerordentlich gut um. Die steigern nicht die Mieten, sondern im Gegenteil, die belassen meistens die Miete so, wie sie ist, weil sie gar keinen Ärger haben wollen und sagen dann, okay, wenn dann irgendjemand mal auszieht, dann hole ich das vielleicht nach, ist jetzt durch die Mietpreisbremse alles in der Form auch nicht mehr so möglich.
Das heißt, auch da muss man die Situation schon noch mal sehr, sehr genau analysieren. So wie Sie sie jetzt dargestellt haben, ist sie jedenfalls aus meiner Sicht nicht richtig. Was richtig ist, wir haben natürlich unterschiedliche Einkommenssituationen. Trotzdem ist es so, wenn man das grosso modo nimmt, die Mietbelastungsquote ist auch in Berlin gesunken, das ist so. Aber natürlich, da gilt das Wort von Franz Josef Strauß, wenn ich sozusagen auf der Herdplatte sitze und unten ist sind meine Füße im Eisbeutel, dann ist meine durchschnittliche Temperatur vielleicht ganz in Ordnung. Wohlfühlen tue ich mich trotzdem nicht. Also natürlich muss man die jeweilige Situation sich der Menschen anschauen. Aber dort mit solchen rigiden, regulativen Eingriffen zu reagieren, ist nicht mein Weg an der Stelle. Ich würde da den Weg über individuelle Förderung gehen. Ich hatte erwähnt, wir haben das Wohngeld angepasst, wir wollen es dynamisieren. Und das sind zum Beispiel Mittel und Wege, glaube ich, die zu einer flexiblen Lösung führen, die wirtschaftliche harte Fälle abfedern können, aber eben nicht zu einem Erstarren des Marktes führen und vor allem nicht dazu führen, und das ist das Entscheidende, dass diejenigen, die Geld in die Hand nehmen wollen, die hier im Land Berlin investieren wollen, wir haben gerade von dem Herrn gehört, er hat jetzt gerade eine Baugenehmigung beantragt oder bekommen, aber eben nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. Ja, ich weiß nicht, ob Sie in Berlin auch gesucht haben, aber das ist natürlich ein Punkt, dass viele Investoren gesagt haben, naja, unter einem rot-rot-grünen Senat, der sehenden Auges in die Verfassungswidrigkeit hineinrennt bei einem Mietendeckel, da investiere ich mal lieber nicht. Und wenn mir die Enteignung droht, schon mal gar nicht. Und deswegen, ja, aber dieses Mietergeld ansprechen, noch diese Subjektförderung, was halten Sie davon? Ja, wir sind als Grüne natürlich dafür, dass die Leute sich selbst empowern und selbst sozusagen in der Lage sind, aus ihrem eigenen Einkommen dann noch die Miete tatsächlich bezahlen zu können. Ja, das ist aber immer unser Ansatz an der Stelle gewesen. Wir sind eher für eine Objektförderung als statt für eine Subjektförderung, wo sie dann immer ständig nachbezahlen müssen, wie die Marktentwicklung an der Stelle denn auch tatsächlich gewesen ist. Lassen Sie mich dieses Argument nochmal aufgreifen mit den Eigentumswohnungen. Sie haben ja recht, dass Eigentumswohnungen auch dazu dienlich sind, für die Altersvorsorge eine entsprechende Sicherheit zu schaffen. Das ist auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass im Neubau Eigentumswohnungen geschaffen werden. Womit ich ein Problem habe, ist, dass wir aus einem Bestand von Mietwohnungen in einer Stadt wie Berlin, ja, wo 85% der Menschen eben zur Miete wohnen an der Stelle, dass wir dieses Angebot nochmal zusätzlich verknappen dadurch, dass wir die Wohnung teurer machen. Wir machen die Wohnung teuer. Ich kann Ihnen nachweisen, in den Milieuschutzgebieten, wo wir die Verkäufe nachvollzogen haben, sind die Preise am Ende des Tages für die einzelne Wohnung extrem in die Höhe gegangen. Und was ist dann passiert? Dann guckt natürlich derjenige, der sich eine solche Wohnung gekauft hat und der natürlich diese Wohnung dann auch entsprechend vermietet danach, was habe ich für entsprechende Möglichkeiten, die Miete an der Stelle anzupassen und nutze diese dann auch tatsächlich aus. Ich kann Ihnen das auch sagen, weil meine berufliche Vergangenheit ist nun mal so, dass ich vorher WEG-Verwalter gewesen war, also auch kenne ich auch diese Seite der Geschichte. Ich sage aber auch ganz deutlich, dass mit dieser Vertragslösung, die wir hier eigentlich anbieten, im Grunde genommen diese Situation ausgeklammert wird, weil wir nämlich sagen, wir verzichten grundsätzlich auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Das Baulandmobilisierungsgesetz, was Sie jetzt angesprochen haben, hat ja den Webfehler, dass ich immer trotzdem noch in der Lage bin, umzuwandeln, wenn ich eben zu zwei Dritteln an die Mieterinnen und Mieter verkaufe. Wir halten das für falsch. Wir wollen keine zusätzliche Verknappung an Mietwohnungen, sondern wir wollen alles dafür tun, dass wir dieses Angebot so aufrechterhalten, wie es ist. Mit jedem Weiterverkauf droht sozusagen die Situation, dass der Vermieter schaut, dass er die Miete erhöhen kann. Aber da muss ich nochmal, Herr Ullmann, also es kann nicht unwidersprochen bleiben. Eine Mietwohnung bleibt eine Mietwohnung, auch wenn sie in eine Eigentumswohnung umgewandelt wird. Das ändert sich überhaupt gar nicht. So, und deswegen kann man, Herr Ullmann, ich habe doch zu der Eigenbedarfskündigung gerade was gesagt. Tun Sie doch bitte nicht so, als ob Mietwohnungen, die in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, auf einmal keine Mietwohnungen mehr wären und wenn sie Mietwohnungen bleiben, dass dann sofort nächsten Tag die Eigenbedarfskündigung ins Haus fällt. Das stimmt einfach nicht. 10 Jahre, meistens sogar 12 Jahre absoluter Schutz vor Eigenbedarfskündigung. Und das wissen die Menschen draußen nicht. Und ich finde, die Menschen haben Angst. Und dass Sie mit dieser Angst Politik machen, jetzt nicht Sie persönlich, ich weiß, ich schätze Sie, aber dass viele Leute, die dann draußen demonstrieren, da draußen und genau mit dieser Angst spielen, das finde ich, gelinde gesagt, zynisch. Nein, das ist nicht richtig. Die Mieterinitiativen, die bei mir zu Besuch waren, die kennen die gesetzlichen Regelungen sehr genau. Die wissen auch, dass in Milieuschutzgebieten die Formel gilt 7+5. Im Grunde genommen erst die 7 Jahre an Mieterinnen und Mieter und dann nochmal 5 Jahre obendrauf Eigenbedarfskündigung. Aber da sitzt eine Frau vor Ihnen, die 30 oder 40 Jahre in dem Haus gewohnt hat und die sich natürlich dann ausmalt, was passiert denn jetzt demnächst, wenn ich in Rente bin.
Ja? Muss ich dann damit rechnen, dass ich dann auch noch die Wohnung verliere, in der ich sozusagen jahrelang gewohnt habe an der Stelle? Da geht es nicht nur um die Frage, kann ich mir die Miete und die Wohnung noch leisten, sondern geht es an der Stelle auch um die Frage, wie geht es eigentlich mit meinem eigenen Leben weiter? Dazu habe ich einen Satz möchte ich noch sagen dazu. Wir haben als Union bei der Diskussion des Bauland-Mobilisierungsgesetzes insoweit einen Vorschlag gemacht, die genau diese Situation, die Sie besprochen haben, aufgelöst hätte. Wir haben nämlich gesagt, lasst uns doch, weil die Menschen in der Tat, ob jetzt zu Recht oder nicht, mal völlig außen vor gelassen, weil die Menschen haben eben Angst. Lasst uns doch hingehen und sagen, für die Menschen, die in einer Wohnung zur Miete wohnen, die umgewandelt wird in Eigentum, denen kann man ja, diesen Menschen, die da aktuell drin wohnen, einen absoluten Schutz vor Eigenbedarfskündigung geben, solange sie in dieser Wohnung wohnen. Und dann aber Umwandlung auch ermöglichen. Dann hätte man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hätte die Möglichkeit geschaffen, Eigentumswohnungen weiter zu schaffen. Die kommen irgendwann dann an den Markt. Aber diejenigen Personen, die da aktuell drin wohnen, die müssen keine Angst haben, weil sie absolut geschützt sind. Man hätte das Grundbuch rechtlich absichern können, gar kein Problem gewesen. Also sind Sie jetzt nicht in Verantwortung für, aber die Sozialdemokratie zum Beispiel hat das rigoros abgelehnt, wollten das nicht, was ich persönlich nicht verstehen kann, was für mich nur einen Schluss zulässt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, dass man das als Wahlkampfthema erhalten wollte und eben leider mit der Angst der Menschen Politik machen wollte. Ich hätte das für einen richtigen und guten Vorschlag gefunden, eine solche Regelung zur Eigenbedarfskündigung zu finden, die Menschen geschützt hätte, aber eben nicht kategorisch ausgeschlossen hätte, dass neue Eigentumswohnungen auch entstehen. Also wir haben natürlich hier zwei widerstreitende Zielsetzungen. Auf der einen Seite Erreichung der Klimaschutzziele, da müssen wir mehr machen beim Neubau wie auch im Bestand. Aber gleichzeitig wissen wir eben auch, das kostet Geld. Das heißt, das konfligiert dann mit dem anderen Ziel Bezahlbarkeit des Wohnens. Und das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und da sind drei Partner, die da am Tisch sitzen. Das sind die Vermieter, die Eigentümer, das sind die Mieterinnen und Mieter. Und das sind eben, ist eben die öffentliche Hand, der Staat, der mit Zuschüssen dort handeln muss. Das heißt, wir müssen bei den Förderprogrammen, die es gibt, die müssen verstetigt werden. Das ist deswegen auch wichtig, dass die Bauwirtschaft auch klare Signale bekommt, dass dort Kapazitäten aufgebaut werden können. Wir haben ja jetzt momentan das große Problem, dass einfach kein Personal einfach auch da, um bestimmte Dinge auch umzusetzen. Deswegen brauchen wir, glaube ich, ein sehr langfristiges Signal an die Bauwirtschaft. Es lohnt sich eben auch, wenn ihr jetzt Personal aufbaut, auch in 2, 3, 5 oder 8 Jahren wird eben eine enorme Bautätigkeit im Bereich dieser Sanierung auch möglich sein. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist aber, dass wir uns ein bisschen auch wegbewegen von der Frage des einzelnen Gebäudes. Ich glaube, wir müssen stärker in Quartieren dort an der Stelle denken. Das wird in Neubau, in größeren Neubaugebieten ja ohnehin auch schon gemacht, wo dann eben ein Blockheizkraftwerk mit geplant, mit installiert wird, was eben sozusagen in diesem räumlichen Bereich eben auch einen Gutteil auch an Energie, an Heizenergie auch zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, solche intelligenten Lösungen, die sich eben von dem einen Gebäude loslösen, abstrahieren und mehr, also ein Areal von Gebäuden mit in den Blick nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da gibt es auch ganz spannende Lösungsansätze. Das ist planungsrechtlich manchmal nicht so einfach, das ist manchmal auch gesellschaftsrechtlich dann nicht so ganz einfach. Wie fügt man sozusagen diese Areale dann auch zusammen, die unterschiedliche Eigentümer haben? Aber ich glaube, da kann man, glaube ich, wahnsinnige Effizienzpotenziale auch nutzen. Klar, und da muss man auch über Solardach und sowas nachreden. Ich finde, auch hier an der Stelle, der rot-rot-grüne Senat hat ja eine Pflicht sozusagen jetzt installiert für Solardächer. Das wollen wir als Union nicht. Also wir haben da eine ganz klare Haltung. Wir wollen natürlich die Fragestellung so problematisieren, dass die möglichen Entschädigungszahlungen, die im Zusammenhang mit der Vergesellschaftung fließen würden, die würden wir gerne zum Bruchteil nehmen und für eine Offensive im Wohnungsmarkt nutzen. Die konzentriert sich einerseits auf den Neubau und andererseits eben auf die energetische Modernisierung von Gebäuden. Da muss ich noch mal nachfragen, Herr Lutschak, warum haben Sie auf der Bundesebene nicht dafür Sorge getragen, dass eben diese alten Heizölanlagen oder das Betreiben mit fossilen Brennstoffen, dass das frühzeitiger verboten wird? Ich glaube, wir erleben alle, was die Klimakrise für die Menschen vor Ort bedeutet an der Stelle, was das für Auswirkungen hat. Und da hätte ich mir einfach ein tatkräftigeres Handeln auf der Bundesebene gewünscht an der Stelle. Wir müssen mit Anreizen operieren. Wir müssen aber auch ganz klare Ziele vorgeben, dass wir eben raus müssen aus den fossilen Energieträgern. Und da hätte ich mir auf der Bundesebene
sehr klarere Rahmenbedingungen an der Stelle auch gewünscht. Die Solarpflicht ist genau richtig. Ich bin es wirklich leid. Ich bin es wirklich leid, den Bauherrn oder die Bauherren immer dahingehend bei großen Gebäuden zu beraten. Bitte berücksichtigt doch bei eurem Neubauvorhaben auch die Nutzung des Daches für Solarenergie an der Stelle. Wir haben so gute Angebote von den Berliner Stadtwerken, um diese Fragestellung gut gelöst zu bekommen, dass es überfällig war, dass wir diese Solarpflicht ab dem 1. Januar 2023 übrigens dann nun tatsächlich bekommen. Sie gilt ja für Neubauflächen, sie gilt auch für große Sanierungen. Es war absolut überfällig. Und diese ganze Frage Mieterstrom, kann ich den Ball auch nur zurückspielen, warum haben Sie das Ganze nicht auf Bundesebene gelöst? Wir hätten doch schon viel, viel weiter sein können. Genauso die Fragestellung, warum muss ich für selbst erzeugten Strom, den ich selbst verbrauche auf der Solaranlage, noch eine geringere zwar, aber warum muss ich da immer noch eine EEG-Umlage zahlen an der Stelle? Ist mir überhaupt nicht einleuchtend, warum ich hier nochmal zur Kasse gebeten wäre. Es wäre viel sinnvoller, dass wir in der Photovoltaik und in der Solarenergie viel stärker voranmarschieren, indem wir hier nicht noch zusätzliche Hürden aufbauen. Von der Zubau, von der Begrenzung des Zubaus, was Solarenergie angeht, will ich jetzt nicht reden. Das ist ja nicht das heutige Thema. Aber ich merke schon, dass insbesondere die Union hier immer den Bremsklotz darstellt, wenn es um die Frage geht, wie kommen wir mit dem Klimaschutz voran. Also zumindest bei der EEG-Umlage kann ich Ihnen eine ganz klare Antwort geben. Wenn es nach uns geht, wird die EEG-Umlage abgeschafft. Und zwar komplett, weil wir das EEG nämlich streichen würden. Komplett. Komplett, weil das nämlich eine absolute Fehlkonstruktion, zumindest heute, damals, als man die geschaffen hat, ist eine andere Frage, aber zumindest heute eben nicht mehr zeitgemäß ist und deswegen wird sich das Problem, jedenfalls wenn wir in Regierungsverantwortung wiederkommen, dann auch alsbald auflösen an der Stelle. Zwei Punkte noch, die Sie angesprochen haben. Sie haben gesagt, wieso hat man sozusagen nicht früher ein Verbot für Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, installiert. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie sich jetzt bezogen haben, auf die Neugenehmigung, den Neubau. Dort wissen Sie, 2026, das ist das Datum, ab diesem Zeitpunkt darf es keine Heizung mehr geben. Ich weiß nicht, ob Sie einen weitergehenden Vorschlag haben, dass wir sagen, ab 2026 müssen auch alle bestehenden Ölheizungen verboten werden. Also wenn das Ihr Vorschlag ist, dann muss ich sagen, viel Spaß, wenn Sie den draußen vertreten. Sie wissen ganz genau, dass es auch viele, ich meine, man muss immer mal den Blick mal aus einer Stadt wie Berlin auch herauswählen. Ich meine, hier in Berlin haben wir viele Möglichkeiten. Gibt es ein Gasnetz, ja, gibt auch viele andere Möglichkeiten. Aber es gibt eben auch, wenn man mal in die ländlichen Regionen geht, da gibt es auch viele Situationen, wo das eben nicht ganz so einfach ist. Weil man, also wenn Sie jetzt meinetwegen eine Wärmepumpentechnologie zum Beispiel nehmen, ja, da brauchen Sie eben Flächenheizung. Ja? Das heißt, Sie müssen ein Haus, wenn da normale Radiatoren drin sind, das können Sie nicht mit einer Wärmepumpe, jedenfalls nicht wirtschaftlich machen. So, und deswegen finde ich jetzt zu sagen, na, jetzt verbieten wir den Leuten mal, also mir sagt Frau Künast immer, wenn ich mit ihr auf dem Podium sitze, ah, das sei ja alles furchtbar, dass man den Grünen immer dieses Etikett anheften würde, sie sei eine Verbotspartei. Also Sie haben das jetzt eindrucksvoll bestätigt. Ja? Sie sagen, wir müssen demnächst verbieten, dass Heizungen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Das ist nicht unsere Politik. Wir sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss klar sein, sie dürfen nicht mehr neu geplant, neu gebaut werden. Das haben wir gemacht mit dem Klimaschutzgesetz 2026. Aber den Leuten jetzt zu sagen, in 2-3 Jahren müsst ihr eure alte Ölheizung rausreißen, ihr müsst eine neue machen, das ist jedenfalls nicht die Politik der Union, weil es unwirtschaftlich wäre und an vielen Stellen auch weder ökonomisch noch technisch darstellbar wäre. Das wird es mit uns an der Stelle jedenfalls nicht geben. Der Punkt, was ich ehrlich gesagt jetzt nicht verstanden habe, weil Sie sagten, Sie wollten die Entschädigungszahlen, die aus einer Vergesellschaftung kommen, nutzen, um eine Modernisierungsoffensive zu machen. Also das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil die Entschädigungszahlungen, die gezahlt werden müssen, die kriegt ja nicht der Staat, sondern die kriegen ja die Unternehmen, die enteignet werden. Also das, wo soll das Geld jetzt da herkommen? Das habe ich nicht verstanden. Die Finanzierung baut sich ja aus Eigenkapital und Fremdkapital auf an der Stelle. Und von den im Raum stehenden 36 Milliarden werden wir als Land Berlin auch einen ganz erklecklichen Beitrag leisten müssen, indem wir die städtischen Wohnungsbaugesellschaften dort, für die Entschädigungszahlung eine entsprechende Finanzierung aufbauen. Und diese Teilsumme, nur eine Teilsumme davon, würde ich gerne dafür einsetzen, für den Neubau und für die Modernisierung der entsprechenden klimagerechten Anlagen. Ja, besser als die Teilsumme einzusetzen, wäre eigentlich die Gesamtsumme in den Wohnungsbau zu investieren. Dann hätten wir nämlich alle Probleme mit steigenden Mieten hier in Berlin gelöst. Aber nicht im Bestand.
Doch, auch im Bestand, weil es nämlich dann mehr Angebot gäbe und dann würden auch im Bestand die Mieten nicht so steigen. Das, da sind wir dann schon wieder bei der Frage. Deswegen mache es mir jetzt gar nicht unbedingt immer zu eigen, zu sagen, die Grünen sind Verbotspartei, aber ich habe das nur mal als Beispiel genannt, weil eben Herr Ohlmann jetzt gerade sagt, da müssen wir die Ölheizung verbieten. Klar, das kann man machen, aber da muss man eben auch mit der Resonanz der Menschen auch leben. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige, oder nein, doch, ich bin mir sicher, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen die Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Wir werden einen fundamentalen Wandel erleben. Und viele Menschen haben in ihrem Leben schon einmal einen fundamentalen Wandel, Schrägstrich Bruch erlebt. Das sind insbesondere auch die Menschen im Osten Deutschlands. Und wir sehen eben auch dort die Wahlergebnisse, die zum Beispiel die AfD hat, letzte Umfrage in Sachsen, über 25%. Das ist etwas, was mich umtreibt, was mir Sorge macht. Und die AfD, ich habe jetzt in den letzten Wochen viel mit dem leider auf dem Podium aussitzen müssen, die leugnen halt den Klimawandel oder sagen zumindest, er ist nicht menschengemacht. So, und das ist das, wofür die antreten. Und wenn wir den Menschen jetzt sagen, liebe Leute, euer Leben wird sich verändern und wir verbieten euch jetzt das und verbieten euch das, dann bin ich mir nicht sicher, ob die Menschen uns auf diesem Weg folgen. Sondern werden die am Ende möglicherweise die AfD wählen oder andere Parteien. Und das ist, glaube ich, kein guter Weg. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auf diesem Weg, in diesem Wandel, den Menschen auch Sicherheit geben. Dass wir eben auch deutlich sagen, es werden sich Dinge verändern, aber sie werden sich nicht nur zum Negativen verändern. Es wird anders sein. Wir können zukünftig vielleicht auch weiterhin mit 150, 180 auf der Autobahn fahren, aber vielleicht mit E-Mobilität. Also Sie können doch nicht ernsthaft bestreiten, dass auch die CDU dafür ist, einen gewissen Ordnungsrahmen zu setzen. Und kommen Sie mir bitte jetzt nicht so, dass die CDU jetzt immer für freie Fahrt, für freie Bürger eintreten würde, sondern natürlich sind Sie auch dafür, dass ein entsprechender rechtlicher Rahmen gesetzt wird. Sie stehen aber auf der einen Seite eben auch ganz, ganz klar dafür, dass die Veränderungsprozesse, die jetzt notwendig sind, so gering wie möglich ausfallen sollen. Und das unterscheidet uns eben ganz eindeutig. Das reicht eben nicht mehr aus, an der Stelle zu sagen, wir machen so weiter wie bisher. Und wir machen so ganz kleine, schmale Veränderungen an der Stelle, die uns bitte nicht wehtun. Nein, wir verlangen von den als grüne Partei tatsächlich den Menschen am meisten ab. Dazu stehen wir auch. Aber wir sagen auf der anderen Seite auch, wir wollen nicht nur fordern, wir wollen eben auch fördern. Das ist uns an der Stelle eben auch wichtig. Und Innovationen, tut mir leid, Herr Lutschak, sind tatsächlich auch dadurch entstanden, dass bestimmte Nöte entstanden sind und dann eben Forschung und Entwicklung dazu beigetragen hat, entsprechende Lösungen an der Stelle zu finden. Herzlichen Dank an Herrn Lutschak und Herrn Oltmann, dass Sie heute gekommen sind. Ich nehme an, Sie machen jetzt auch Feierabend und nicht noch weiter Wahlkampf um die Zeit. Vielen Dank an Frau Werner, dass wir das hier so gemeinsam gemacht haben. Ich glaube, hat funktioniert. Jeder hat so seine Dinge gehabt und mal ein bisschen hier nachgebohrt an der Stelle. Ja, also viele Themen könnten wir noch ein bisschen tiefer vertiefen. Genau.